Gut besucht war die Festung Mark am 18. November 2023. Auf der Messe Hier bleiben locken Unternehmen aus Magdeburg und der Region interessierte Fachkräfte an. 90 Betriebe mit 1000 Jobs stellten sich zur Schau und beantworteten rege Fragen zu und um deren Stellen. Auch die Industrie- und Handelskammer Magdeburg ist vor Ort und vermittelt zwischen Mitgliedsbetrieben und suchenden Fachkräften. Wir wollen einfach unseren Mitgliedsbetrieben aufzeigen, welche Möglichkeiten sich durch so eine Messe ergeben, um neues Personal zu finden, ob Auszubildende oder Fachkräfte, das ist dann erstmal völlig egal. Und die Messe bietet viele Möglichkeiten, neue Leute zu finden. Hier ist ein reger Austausch, sehr viel Umlauf an Fachkräften, die eine neue berufliche Herausforderung suchen. Bei den zahlreichen Angeboten finden sich daher auch verschiedenste Stellen in allen Bereichen, vom Praktikum bis zur Führungsposition. Also das geht von Ausbildung, welche Ausbildungsmöglichkeiten gibt es in den Mitgliedsbetrieben. Vorhin hatten wir eine Mitarbeiterin aus dem Forschungsbereich, die eben eine neue berufliche Herausforderung sucht. Und welche Möglichkeiten können wir bzw. unsere Mitgliedsbetriebe dann dort aufzeigen? Auf der Messe finden des Weiteren Impulsvorträge, Workshops und Fragerunden statt. Der Hauptaspekt bleibt aber das 1-zu-1-Gespräch und der persönliche Kontakt. Da stehen die anwesenden Unternehmen auch nicht im Konflikt untereinander. Ja, das gemeinsame Ziel aller Betriebe hier ist natürlich, neue Mitarbeiter zu finden. Jeder will hier die Chance auch nutzen, das für sich zu ergreifen. Wir stehen in regen Austausch mit den Ausstellern. Wir schauen, wer ist denn da, wen können wir gegebenenfalls sogar direkt weiter schicken und zu sagen, Mensch, du bist Elektroniker, du suchst da eine neue Herausforderung, dann geh bitte zum Betrieb X, den findest du dort und dort und dann kann man hier auch gleich dem Mitgliedsbetrieb auch weiterhelfen, sodass er dann auch entsprechend einen neuen Mitarbeiter finden kann und der Mitarbeiter letztendlich eine neue Herausforderung findet.